Endlich wieder Fußball im Heidewaldstadion. Der FC Gütersloh trat am vergangenen Sonntag sein erstes Heimspiel in der Oberliga-Westfalen-Saison gegen den VfB Hüls an. Eine fast ganz neue Gütersloher Mannschaft tritt in dieser Saison an und die sollten sich heute gegen den VfB Hüls beweisen. Bereits in der dritten Minute musste Manuel Böstler beim FCG verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für ihn kam Christian Schröer. Das brachte die Gütersloher wohl etwas aus ihrem Konzept. Florian Kraus kam einen Schritt zu spät, der Hülzer Göcke hat Platz, die flache Hereingabe verwandelte Kurt locker. Josvik war chancenlos. Dass die Hülzer kein einfacher Gegner sind, bewiesen sie schon mit dem 3:1 gegen Westfalia Herne. In der 14. Minute klingelte es dann fast noch einmal, doch Schlussmann Michael Josvik war zur Stelle. Sollten die Gütersloher Fans wieder 13 Spiele auf den ersten Heimsieg warten? Nein, mit viel Laufarbeit und kämpferischem Einsatz vom gesamten Team gewann der FC die Oberhand in diesem Spiel. Vadim Thomas nutzte den Patzer von Patrick Göcke, stand schnell wieder auf den Beinen und schlänzte das Ding aus 10 Metern in die Maschen. Ein schönes Tor des neuen, treffsicheren FCG-Stürmers. Der VfB Hüls versuchte natürlich wieder die Führung zu erzielen, doch auch die Hintermannschaft der Gütersloher stand heute richtig gut. Der FC wieder am Drücker. Thomas Rath mit einer hohen Flanke in den Strafraum. Koscholle klärt in die Luft. Vadim Thomas hat den richtigen Riecher und zieht aus 11 Metern ins rechte Eck. Von diesem Stürmer können wir bestimmt noch eine Menge in dieser Saison erwarten. Kurz darauf scheiterte Rückkehrer Matthäus Vikovic am Hülzer Schlussmann. Die Gäste danach etwas ideenlos. Die Gütersloher standen gut und ließen dem Gegner keine Räume. Bis zum Halbzeitpfiff kam von beiden Seiten nichts Zwingendes mehr Richtung Tor. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Gäste etwas besser aus der Kabine und drückten auf den Ausgleich. Josvik konnte Kapalakis Schuss parieren, der Hülzer Jago leitete auch gleich mal den Gütersloher Konter ein. Vadim Thomas wurde auf eine lange Reise geschickt, musste sich gegen zwei Verteidiger durchsetzen, schlägt einen Haken und wird zu Fall gebracht. Da gibt es keine zwei Meinungen. Elfmeter für Gütersloh. Jannis Kraus trat zum Elfmeter an und verwandelte den Ball sicher unten links. Die verdiente 3:1 Führung in der 51. Minute für die Gastgeber. Die Gütersloher schalteten locker zwei Gänge zurück, verteidigten gut und setzten voll auf ihre Konter. Doch Julius Eckert verpasste seine Chance nach der Hereingabe von Birkenhake, genauso wie Vikovic, der den Ball einfach mal liegen lässt. Schade. In der 89. Minute stibitzte sich Brinkmann den Ball im Mittelfeld, bedient Vikovic, der ein Auge für den mitlaufenden Julius Eckert hat. Die Entscheidung in diesem Spiel und das erste Tor des Oberliga-Debütanten. Da jubelte das Stadion. Auch Trainer Holger Wortmann hatte allen Grund zum Jubeln. Die Jungs machen das ganz hervorragend und das, was ich heute gesehen habe von der Mannschaft, ist einfach, dass ich sämtliche Hüte ziehen kann, die ich eigentlich habe, weil so viel gelaufen, so viel reingeworfen, mit so viel Leidenschaft. Ich denke, das haben wir komplett seit langer, langer Zeit hier in diesem Stadion nicht mehr gesehen und deswegen war der Sieg auch komplett verdient, in der Höhe auch komplett verdient. Insofern nur großes Kompliment an die Mannschaft. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es ein 4:1 für einen Charaktersieg, kann man sagen, der Mannschaft. Absolut. Belohnung für die Mannschaft, komplette Belohnung, haben sie sich absolut verdient. Und ich freue mich extrem, dass das der Aufwand, den die gemacht haben, dass der auch belohnt wurde. Also insofern nochmal ein großes Kompliment. Aber wir bleiben weiter demütig, wissen, woher wir kommen und wissen auch, dass wir noch eine schwere Saison vor uns haben. Die Spieler bedanken sich bei den über 600 Zuschauern mit einer Runde durch das Stadion. Applaus von den Rängen mit inbegriffen. Mann des Tages war ganz klar der Doppeltorschütze Vadim Thomas. Wir haben gut gekontert, sehr gut gekontert, haben uns etliche Torchancen rausgespielt und dann im Endeffekt auch eigentlich eiskalt reingemacht. Das 1:0 habt ihr schön rausgespielt. Ist das so die Art und Weise, die ihr auch trainiert, um so nach vorne zu kommen, um die Buden zu machen? Ja klar, immer probieren durch die Schnittstelle rein, wie es der Fall war. War ein bisschen zu weit, ja, ich habe noch Gott sei Dank mit einer Grätsche noch erwischt, ja, und dann klappt das auch. Während die anderen jubelten, mussten die Spieler des VfB Hüls die obligatorische Strafrunde durchs Stadion drehen. Ja, Trainer Schmidt, in den ersten 10 Minuten sah das richtig gut aus und dann auf einmal war irgendwie alles weg scheinbar. Haben Sie das auch so gesehen? Ja, gut, wir haben sehr, sehr gut angefangen. Ja, und dann haben wir Fehler gemacht.
die Gütersloh zu den Toren eingeladen hat. Vor dem 1-1 haben wir die Riesenchance zum 2-0. Da fällt im Gegenzug das 1-1 nach einem individuellen Fehler. Dann haben wir nach der Pause die Chance zum 2-2 und im Gegenzug passiert der Elfmeter zum 3-1. Auch nach einem dummen Rückpass von uns, sodass wir einfach heute im Defensivverhalten zu viele Fehler gemacht haben. Wir waren insgesamt sicherlich sehr engagiert. Wie Sie schon sagten, wir haben sehr gut angefangen. Aber das ist eine ganz, ganz junge Truppe. Und die Fehler haben die so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, sodass wir dann letztendlich das Ding sicherlich zu hoch verloren haben, aber am Ende dann auch berechtigterweise. So kann es weitergehen mit dem FC Gütersloh. Das nächste Heimspiel findet am 8.9. gegen den TuS Erntebrück statt.